Willkommen zurück, liebe Freunde. Ja, jetzt bin ich auch wieder in der richtigen Auflösung. Ich habe da irgendwie so einen ganz blöden Bock geschossen. Ich habe beim Let's Play kompakt aufgenommen und hatte aber da zwischendrin auf einem anderen Spielstand, auf einem anderen PC was gemacht. Habe die Auflösung geändert und ja, also wer das kompakt mitguckt, bitte um Verzeihung. Die Folgen 36, 37, 38 sind nicht so besonders, werden aber dann auch wieder besser. Und nun kommen wir hier wieder zurück zu unserem Projekt, was wir hier haben. Und zwar sind wir hier dabei, noch unsere zwei Felder abzuernten. Da sehe ich jetzt aber noch ein kleines Problem. Der Preis ist zwar hier für den Weizen eigentlich nicht so toll. Er ist bei 484. Aber das Problem, was ich jetzt habe, ist, wir brauchen ja ein bisschen Geld. Und ich denke, um da ein bisschen Geld zu kriegen, sollten wir jetzt nochmal in den sauren Apfel beißen. Mal gucken gerade, was unsere Kühe machen. Silage ist noch ein bisschen da, das ist gut. Da sollten wir dann... Moment, kann ich den hier schon starten, den Grubber? Ja, den kann ich eigentlich schon mal losschicken. Denn das Feld ist doch meines Wissens fertig. Feld 14 ist durch, ja. Schicken wir hier den Grubber hin. Da kann der schon mal gleich loshantieren. So, wir brauchen aber doch ein bisschen Geld und ich glaube, da sollten wir dann doch irgendwie in den sauren Apfel beißen und sollten einfach das jetzt mal verkaufen. Hier sind wir weiter auf dem Weg zu unserer Biogasanlage, wo wir das Gras gekauft haben. Moment, ich wollte eigentlich auf die Karte, um das euch zu zeigen, wo ich gerade bin. Da bin ich. Oberhalb vom Feld 21. Mache jetzt den Laden so langsam mal ein bisschen voll. Und werde mich dann hoch zur BGA begeben und gleichzeitig halt ein bisschen mähen, dann haben wir gleich schon das erste Gras für die BGA fertig. Denn das war ja auch ein guter Zuschauerhinweis, mit dem wir gut Geld verdienen können. Und das werden wir mal probieren. Und zwar werde ich jetzt einfach mal eine Fuhre voll machen. Oder gucken, dass ich eine Fuhre voll bekomme. Und das in ein Silo packen. Dann direkt gären lassen, dass wir schauen, was wir da an Geld kriegen. Dann haben wir schon mal eine Idee, was uns da erwartet. Außer, dass wir jetzt den Mähdrescher abtanken müssen. Und dann packen wir die anderen Silos nach und nach voll. Und werden dementsprechend gucken, dass wir ein bisschen zu Geriebenem kommen, dass wir auch hier mal ein bisschen weiterkommen. Denn wir haben noch vor uns die Austauschaktion der zwei Trecker hier, der zwei Bührer. Wir haben noch vor uns die Rückzahlung des Kredits. Also, ich sollte auch den Ladewagen wieder einschalten. So. Und da braucht man natürlich ein bisschen Geld. Und in Silo packen können wir natürlich dann, wenn wir es uns leisten können. Aber im Moment, denke ich, sollten wir dann doch gucken, dass wir erstmal das Geld, was wir kriegen, hier nutzen. Ja, und ihr seht, wir haben schon 30% voll nur durch die Umrandung abmähen auf dem Weg hier hoch. Wird natürlich mit dem Feld da unten deutlich dann ansteigen. Ja, und da brauchen wir dann später auch mal ein anderes Mähwerk. Oder wir gucken dann doch, ob wir hier diese Mähkombi kaufen. Da schauen wir einfach mal. Also das große Mähwerk, das vom Krone ist das, das Big M, das kostet ja 349.000. Und das ist natürlich ein Haufen Geld. Da ist jetzt die Überlegung, ob wir nicht uns erstmal mit zum günstigeren Preis die Mähkombi holen. Und dann brauchen wir eigentlich auch noch einen Radlader. Und solange wir den ja auch noch uns nicht leisten können, müssen wir dann unten vom Hof den mal hier hochfahren. Deswegen werde ich auch dann gucken, dass ich dann gleich, sobald ich hier an der BGA bin, da unten die Silage für die Kühe voll mache. Dass die erstmal so 5-6 Tage Vorlauf haben und dann können wir hier oben, nachdem das gegoren ist, mit dem momentanen Frontlader erstmal arbeiten, um das Ganze zu Geld machen. Da bin ich auch mal gespannt, wie das funktioniert. So, wir sind jetzt bei 36, 37%. Da muss ich auch mal gucken, wie viel wir reinpacken müssen in das Silo, weil ich glaube, es geht erst ab 10% abzudecken. Und da ich also ehrlich gesagt keine Ahnung habe, wie viel 10% in diesem Silo bedeuten,
müssen wir natürlich einmal schauen und diese Erfahrung erstmal machen. Ah, jetzt müssen wir schon wieder abtanken. Ja, und den muss ich, apropos tanken, den muss ich auch unbedingt mal tanken, den Kollegen hier. Der hat nur noch 23 Liter. Der ist schon auf Reserve sozusagen. Aber das werde ich gleich machen, wenn der Kipper voll ist, dann fahren wir das hoch, verkaufen das und bringen dann im Gegenzug, der ist am Gruppern, das ist gut. So, und bringen dann im Gegenzug das Teil gleich mal zur Tankstelle, dass wir da wieder voll machen. Der hier hat noch 75 Liter, aber ich denke, den können wir dann auch gleich nochmal nachtanken. Das sind halt die Kosten, die wir auch brauchen. So, und jetzt fahren wir einfach mal rein. Achso, das Mähwerk noch heben. So, und halt. Jetzt bin ich schon zu weit gefahren, schade. Ich dachte, so. Jetzt müssen wir den hier, müssen nur nicht, aber ich würde ihn ganz gern schon mal tanken, dass der einfach wieder voll ist. Denn das wäre noch peinlich, wenn wir hier wegen Spritmangels dann irgendwie da hängen bleiben. So, und da das ja nur ein Testsilo ist, fahren wir das mal ganz nach hinten. Und kippen das hier mal rein. Da ist natürlich riesig Platz hier drin. Also ich denke mit 10%, da brauchen wir richtig viel für. So, jetzt haben wir hier schon fast... oh Gott, nee, da brauchen wir also eine ganze Menge Zeug. Also wir sind jetzt bei 3% mit 18.000. Das heißt, wir brauchen definitiv nochmal so 40.000, 50.000, um das hier auf 10% zu bringen, um es abzudecken. Und ihr seht schon, da passt wirklich eine Menge Zeug rein. Wirklich sehr, sehr viel rein. Ja, da müssen wir dann noch ein bisschen mehr. So, der dürfte auch gleich wieder soweit sein, deswegen fahre ich hier schon mal den Kipper in die Richtung, wo wir hin müssen. Ja, warten wir mal, vielleicht ist er genau hier fertig oder läuft dann durch oder wie? Ne, bleibt einen Meter vorher stehen, das ist auch prickelnd. So. Ah, das ist dann doch ganz schön Zeug, was da ankommt. Das ist gut. Nochmal schnell nach dem Preis gucken. Der ist bei 484. Naja gut, das sind gerade mal 6.000 Euro. Ist nicht so ganz die Volt. Volt, ja, Welt. Die Welt meine ich natürlich. So. Also fahren wir das jetzt mal schnell zur Mühle hoch, weil wir müssen dann sowieso auf alle Fälle, auch da nehmen wir gerade das mit, was der jetzt schon wieder drin hat, müssen sowieso einmal abtanken, weil der Kipper ist zu klein, um das mit einer Fuhre noch aufzunehmen. Das wird nicht reichen. So, deswegen werden wir jetzt hier die Spur noch mitnehmen, stelle ich mal die Taste 4 ein, dann fahren sie parallel die beiden. Da kommt einiges noch dazu. So, der muss jetzt drehen. Das verschafft uns ein bisschen Zeit. Daher bringen wir das schnell mal da hoch. Natürlich wieder über Stock und Stein auf die schnelle Fahrweise. Ja, jetzt haben wir nur noch 22 Liter. Also tanken müssen wir definitiv jetzt gleich. Das machen wir auch sofort. Da oben das Feld haben wir auch noch vor uns, beziehungsweise die zwei Felder. Da müssen wir uns ja eigentlich auch noch einen Pflug kaufen, damit wir die mal schön verbinden können. Also deswegen bunkern wir noch nichts im Silo. Wir verkaufen erstmal alles, weil wir brauchen definitiv erstmal ein bisschen Geld. Alles andere bringt uns noch nichts. Denn ich möchte ja auch jetzt mal langsam neue Maschinen, größere Maschinen vor allem, zum Beispiel einen größeren Hänger, vielleicht einen größeren Mähdrescher. So, und dann lassen wir mal da ein bisschen Geld zu uns kommen. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Da sind wir bei 12.000 Liter, 12.000 Euro. Ja, das kommt davon, wenn man auf die Tankanzeige guckt und über Preis spricht, ne? Ja. Aber wir tanken jetzt erstmal.
fürs Einsehen brauchen wir ja auch gleich wieder Geld. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, im Moment ruckelt es ein bisschen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht wieso. Ich habe jetzt also dieselben Einstellungen wie sonst. Außer meiner Festplatte ist es vielleicht ein bisschen zu kalt hier drin. So. Dann werden wir jetzt einmal ein bisschen tanken. Da geht ja auch schon wieder von unserem sauer verdienten Geld weg. Ich werde übrigens für die, die sich wundern, dass ich nicht in der nächsten Folge immer gleich auf Kommentare eingehe, also im Video selbst, gleich mal als Info, ich nehme jetzt immer wieder so 2, 3, 4 Videos am Stück auf, je nachdem wie es die Zeit zulässt, und stelle die natürlich aber auch nicht sofort alle online, sondern nach und nach. Das heißt, immer so 2, 3, 4 Videos ist oder kann Versatz drin sein. Also da nicht irritiert sein, aber ich gehe auf alles ein, also da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ich werde da niemanden und keinen Kommentar vergessen oder auslassen. Das seht ihr auch daran, dass ich hier des Öfteren schon diverse User-Ideen umgesetzt habe. Die übrigens bisher auch alle sehr, sehr sinnvoll waren, richtig gut waren. Gut, da war ein Wunsch mal dabei. Das war nicht ganz so prickelnd, aber nun gut, man kann es ja auch nicht jedem recht machen, das muss man dazu sagen. So, was sagt denn eigentlich hier unsere Silage? Oh, die Mischration ist leer, ist klar, und Silage haben wir 1941, da fahren wir jetzt gerade mal wieder eine Schaufel rein. Muss ja nochmal gucken, ich weiß jetzt gar nicht, weil ich vorher am Kompakt geschafft habe, wie viel wir jetzt haben hier, 32.000. Gut, da können wir natürlich doch noch ein bisschen was machen. So, die ist schon voll. Das müssen wir natürlich dann auch immer wieder mal auffüllen. Ja, das ist auch noch ein bisschen wackelig mit dem Teil hier. So, mal gucken, ob das so reicht. Jo, das funktioniert. Sehr gut, da haben wir schon gleich die nächste Ration für die Kerle. So, wir müssen aber hier wieder weitermachen. Denn wir brauchen ja für die große BGA noch ein bisschen Gras. Aber ich denke mal, für die Größe hier wäre es schon... Ja, eigentlich wäre es sinnvoll, mit einem mit einer Mäh-Kombi zu arbeiten. Aber dann müssen wir uns auch noch einen Schwader kaufen. Das ist jetzt so die andere Überlegung, inwiefern es das dann bringt. Oder wir fahren am Anfang erstmal einfach nur so durch, dann bräuchten wir gar nichts investieren. Würde vielleicht ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, aber ja, weiß es noch nicht so genau. So, bin natürlich jetzt falsch rum rangefahren, konnte nicht viel loswerden. Deswegen schwenken wir uns direkt mal wieder hinten dran. Hoffentlich bevor er stehen bleibt. Ja, das sieht gut aus. Und gleich die Taste 4 wieder für Parallelfahrt. Weil dann kann der abtanken und gleichzeitig hier weiter dreschen. So, das Stroh, das können wir uns ja auch noch einverleiben. Das brauchen wir ja dann auch noch für die Kühe bzw. zum Verkaufen. Dann auch noch ein bisschen Geld rein. Aber ich sehe schon, also eigentlich im Moment sind wir jetzt noch nicht so weit, dass wir schon direkt was Neues kaufen. Also werde ich das doch einfach machen und hier an unserem Kredit weiter zurückzahlen mal. So. So, da sind wir auch soweit durch, da sind wir auch soweit, da sind wir auch. Da müssen wir gleich anfangen zu mähen. Das machen wir aber in der nächsten Folge weiter. Und ja, bis dahin sage ich dann schon mal danke fürs Zuschauen, Servus und bis zum nächsten Mal. Tschüss.